Jo, und da sind wir wieder. Wir sind hier mitten in, wie heißt's denn hier? Please, kann ich gerade nicht lesen, da ist mein Mauszeiger. Pleasement Valley, glaube ich. So ein kleiner Campingplatz, wir haben schon ein paar Zombies getötet und hoffen uns weiter vorkämpfen zu können. Jo, ich höre auch irgendwelche komischen Geräusche. Ja, wir haben jetzt schon vorne haben wir zwei Stück. Drinnen haben wir einen ausgelockt und da drin steht auf jeden Fall ein Wohnwagen. Vielleicht kann man da irgendwelche geilen Items rausholen. Welchen Taschenmesser? Töte ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn! Ein Stück Fleisch. Aua, der hat mich wehgetan. Wo ich ihn nehmen kann. Was ist das? Stirn! Oh, da hat er was. Money! Ja. $80! Alter, auf der das ganze Geld einzukassieren, ich auch was. Das sind doch nur Test-Champs hier. So, gehen wir jetzt hier erst weiter oder versuchen wir direkt in den Wohnwagen reinzugehen? Und hier um die Ecke steht, glaube ich, noch eine. Oder ist das hier noch eine Ich guck gezogen mal, ich haben? guck mal eben von hier. Okay, also hier stehen. Da stehen nicht wirklich welche, also. Da haben wir Glück. Du blendest nicht. Ehrlich? Scheiß Taschenlampe aus. Pass mal auf, wenn ich dich jetzt in der Taschenlampe anstrahle. Ja, Wohnwagen oder direkt ins Haus? Sag was. Erstmal den Wohnwagen, oder? Gecrouched oder wie machen wir es am besten? Komm. Oh ja, hier liegt einiges. Schauen wir hier am Ort. Schmerzmittel. Oh. Hast du hier? Fernglas. Hast du ein Fernglas wieder? Ja, aber vom falschen Schirm. Moment, ich muss es eben irgendwo hinlegen. Wir müssen den Globe in. Ja, dann mal weiter. Warte, lass mal kurz gucken, ob wir von hier aus in das Haus kommen. Ja, das Haus ist zu. Das Haus da Haus, das drüben. große Haus ist auf. Wie sieht es da mit der Scheune aus? Die sieht auch zu aus. Also unterm Wagen liegt, glaube ich, noch eine Dose, die will ich mir gerne holen. Unterm Wagen, welchen Wagen? Da drunter lag was? Yep. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt ins Eben. große Haus oder was? Ja, ich bin fast tot. Ich glaube, ich nutze die Bandagen mal. Warte mal. Alter, warum So. ist da kein Zombie mehr vorm Haus? Da waren doch eben Zombies. Ich hab Die Angst. bewegen sich auch zwischendurch so ein bisschen, ja? Okay, lass uns mal lang. Ich hasse diese Geräusche. Schnell, 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 schnell. Hier ist auf Garantie einer drin, mindestens. Hier liegt er. Wasser. Alter. Erst nach links gucken. Also den kleinen kann man hier nicht hin. Nee. Hier ist überhaupt nichts drin. Es hat sich, ja, gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh. Denn nein. Renn! Oh oh. Scheiße. Scheiße. Okay. Du nimmst den linken, ich nehme den rechten. Okay. Immer nach oben ziehen und zuschlagen. Jo. Aua, der hat geschlagen. Nein! Hat er dich? Er hat mich. Alter. Okay, das hat sich aber auch nicht so wirklich gelohnt. Alter, jetzt stirbt du direkt ziehen. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Das ist jetzt doof. Alter, das frisst aber auch Charaktere. So, ein Flashlight finde ich interessant. Das Wasser nehme ich auch mal. Auch. Kann ich noch was nehmen? Da kommt ein Zombie auf dich zu. Ich höre es. Komm her! Komm! Probleme! 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 Was passiert?
zwei Zombies. Okay. Ja, das ist jetzt nicht lustig. Jetzt habe ich schon drei Shems geschreddert. Drei? Ja gut, mit einem wurde ich getötet. Ich glaube, sie sind stehen geblieben. Okay, mit diesem war ich... okay. Ich teste noch mal kurz einen. Auf welchem Server waren wir? ...253 oder so, ne? Ja, ich glaube schon. Hier war es noch jemanden so in der Nähe von dem Settlement oder was? Weiß ich noch nicht, gucke ich jetzt mal gerade. 263... 253... 9 Leute mittlerweile. 18 ist eigentlich nur. Was? 18? 8 auf mehr. Ah, nee, jetzt sind es 9, okay. Ja, vielleicht war ich da jetzt gerade noch mit drin. Wobei, weiß ich nicht. Nee. Wo bist du? Am Arsch der Welt. Ich bin gut. Ziemlich weit nördlich. Oh. Ja, das ist blöd. Ja gut, dann denke ich mal, mache ich dann mit dem Hammer getöteten Charakter weiter, sobald er wieder lebt. Oder willst du noch mal einen erstellen und gucken? Mir soll es egal sein. Ja, ich kann aber versuchen, einen zu erstellen. Weil ich habe jetzt alle Plätze belegt, ich weiß aber, wo meine Leute sind. Einer ist jetzt nördlich, der andere hier ist jetzt auch nördlich. Ja, und mehr gibt's ja quasi. Wir können uns ja auf ein Settlement einigen, wo wir unsere Charaktere immer so nach und nach hinbewegen. Wenn man so ein bisschen Zeit hat. Ja gut, dann immer so die gleiche, dann hat man immer die gleiche Startposition mit allen Charakteren. Das hört sich gut an. Wobei, einfach darauf einigen, in jedem Settlement einen, fertig. Oder so, das kann man ja dann so nach und nach, immer wenn man so ein bisschen Zeit hat. Ja. Ja, das hört sich gut an. Ja, dann erstell mal einen, guck mal, ob du irgendwie da in meiner Nähe bist. Ich latsch schon mal zu dem Settlement und dann gucken wir mal. Ansonsten machen wir einen Kutt und dann machen wir mit den anderen Champs weiter. An der Tankstelle war es ja. Mhm. Das Spiel frisst auf jeden Fall Zeit. Ja. Gut, ja, insgesamt geht's ja noch fast. Also ich weiß, es ist halt nicht so, dass man sich darin einfach verbeißt, also man kann sich ja ausloggen, wenn man was anderes zu tun hat und dann... Ja, das stimmt. Freut man sich. Jetzt nicht so ein Spiel, was dazu steht, du musst das jetzt machen. Ja gut, das sagt ja eigentlich sowieso kein Spiel. Nicht so richtig. Voll der Name, Gott. Okay, ich bin in der Nähe von einem Campingplatz. Ist vielleicht auch nicht gerade so gesund. Ein Trailerpark, der auf der Map steht, ist bestimmt nicht sonderlich klein. One moment, please. Ja, stell dir den scheiß Charakter einfach. Ja, das hat bei mir auch relativ lange gedauert.
Erstellen gerade zu viele Leute Charaktere. Na, ja, die sind alle gestorben. Die wurden alle durch einen Hammer getötet. Also gleicher Server? Ich bin auf den gleichen Server gegangen, ja. Okay. Also ohne Schuss, ohne Schusswaffen ist man hier irgendwie mehr oder weniger aufgeschmissen. Na gut, der Taschenlampe geht, das kann man glaube ich noch perfektionieren. Für die Zombies zumindest. Ja. Wobei es ja auch immer so eine Frage ist, nutze ich jetzt meine Schusswaffe? Ja, nein. Das ist ja auf jeden Fall hörbar. Schon das Nachladen ist hörbar. Achso, 9 Leute. Noch eine andere Jolt, es ist ja direkt gekennzeichnet als Favorit oder so. Was ist gekennzeichnet? Die letzten Server, die man gesucht hat, gibt es eine extra Liste für. Scheinbar, habe ich gerade gesehen. Recent, ja. Yum, yum, yum. Ja, ich bin mal gespannt, wie die das mit den Servern noch handhaben. Also das sind jetzt 40 Mann Server, aber es sollen auch wohl 250 Leute irgendwie auf Servern passen. Ob sie die dann extra freischalten oder was? Warum hab ich zumindest was von gelesen. Ich bin beim Goblin Peak Settlement, so ganz nah dran. Da bist du auch recht häufig, kann das? Aber da bin ich jetzt auch richtig nah dran, also. Wo bist du? Das ist nicht schlecht, weil da habe ich einen anderen Champ, Moment. Es sind immer noch Charaktere. Ja, es tut mir ja leid. Los in die Ecke, Schelmen! Ich disconnecte in eine Sekunde. Was? Was sehr ironisch ist, dass man nicht mit den Fäusten zuschlagen kann. Ja, das fand ich auch nicht so toll. Ja, also das ist sehr ironisch. Hey, ich kann mit jeder scheiß Waffe, die hier rumliegt, umgehen, aber ich kann nicht zuschlagen. Ja. So, Server Bros. Gib mir Server. Kann man ja eigentlich, in der City wird zu viel Zombierei los sein wahrscheinlich. Also das ist die Stadt, wo ich gestern durchgelaufen bin. Ich wusste nicht, dass das die größte Stadt ist. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Und ich habe keinen letzten Server. Wieso habe ich keinen letzten Server? Ich glaube, das ist für Charaktere. Nee, Moment, du hast gerade einen neuen Charakter gemacht, ne? Ja, beziehungsweise Pfaff ist bei mir dann angekreuzt gewesen. Also für Favorite wahrscheinlich das Feld. Das ist dann noch rot. Nee, ich muss in der Liste selber suchen. Also ich habe nicht drin in der Recent-Liste. Und in den Favorites habe ich 3 Stück, aber nicht der 253er. Okay. Ich muss mal kurz gucken, wo war der denn ungefähr? Wo war der denn? 254, 63 und der war ein Stückchen drüber, da ist er. Join Server. Ja, also in der Stadt werden wir glaube ich nicht lange überleben. Also ich aber weiß ich zur ja Zeit nicht. Überlebensfähig. Ja, also klar, wenn du alle meine Items immer kriegst. Wir können in die Stadt gehen. Warum nicht? So, wenn ich bin in der jetzt Stadt sterben, sind wahrscheinlich die Charaktere wieder da. Deiner. Wo bist du jetzt ganz genau? In diesem Pass da, wenn du so ein Stückchen Richtung Norden runtergehen würdest. In diesem. Ich weiß nicht, wie der Name vor dem Pass heißt. Ich kann es einfach nicht lesen auf Karte. Mal ein bisschen Zoom. Geht zu? Clearview? Nein. Goblin Peak Settlement. Also ich bin jetzt, wenn ich Goblin Peak Settlement diese Kluft oder was dann ist auf der Karte folge. Also man sieht so ein Schlitz auf der Karte, ja, der Richtung Cottonwood geht. Da bin ich genau, ich sag mal, fast an der Straße, fast an der Schnittstelle zur Straße. Cotton was? Cottonwood? Wo ist denn das? Ja, wie soll ich das erklären? Das ist ein bisschen blöd. Campus City. Rechts davon ist Goblin Peak, ne? Ja. Und wenn ich genau zwischen diesen beiden Punkten eine Linie ziehen würde, mittig von dieser Linie hoch bis fast
am Schnittpunkt von der Straße. Also wenn du ziemlich weiter oben. Ja genau, ich bin nicht auf der anderen Seite von der Stadt. Du bist quasi westlich von Campus City oder was? Nö, ich stehe quasi direkt neben dem Settlement, also. Ja, dann lauf doch mal zur westlichen Seite von Campus City. Nicht westliche, östliche. Also im Prinzip da vor, bei der S von Campus. Ja. Yep. Weil da dürfen wir dann ungefähr zeitgleich ankommen. Wenn ich das überlebe bis dahin. Also auf jeden Fall, es sind keine Banditen da, also sieht gut aus. Ja gut, aber das heißt ja nicht unbedingt was. Ist dieser Bandit-Tag, ist der global oder ist dieser Bandit-Tag nur für diesen Server? Weil die Leute, die hier auf dem Server sind, die müssen einfach... Du behältst Status global, Bandit, dann. Du hast direkt in deinem Charakter, hier siehst du unten deinen Status und der steht bei uns auf normal. Ah, okay, gut, dann ist klar. Gut, dann haben wir keinen Banditen. Dann ist der Server, der kommt auf meine Favoritliste. Bis jetzt, ja. Okay. Also ich sehe die Stadt jetzt schon. Ich sehe Hochhäuser. Die ist auf jeden Fall nicht klein. Definitiv nicht. Ja, ich sehe die zwei Hochhäuser. Wenn ich den Rest der Stadt, ich bin irgendwo ein bisschen höher gelegen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob ich das hier offen laufe. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Ah, ich näher mich dem S. Ja, aber dann müsste, also das S ist ja quasi schon fast in der Stadt. Die müsstest du ja dann schon fast sehen. Ja, jetzt sehe ich es ja, aber jetzt bin ich über den Hügel drüber. Und ich komme halt so den Berg runter, aber. Ne. Wie heißt dein jetziger Schirm? Karl. Mit den X. XX Karl, ja, den sehe ich, der ist ganz oben, Nummer 1 ist das. Und hier ist eine unsichtbare Wand, geil. So, aber ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn ich den Krypton gefunden habe. Bis denne.